Also, damit können wir gleich starten mit Talk Nummer 1. Und der ist heute von Patrick Riegert. Patrick wird über Intelligent Conversational Interfaces sprechen. Und Patrick ist quasi ein Local Googler hier. Und ja, so irgendwie, wir freuen ja. uns gleich. Irgendwie ja, genau. Wir freuen uns auf deinen Talk, Patrick. Cool, vielen Dank. Danke. Ja, hallo zusammen. Ja, super, dass es so viele sind. Die Location ist auch ziemlich cool. Ich war noch nie hier. Ich habe schon mal gesagt, ich wollte es endlich mal sehen. Heute habe ich die Chance dazu. Kurze Info zu mir. Mein Name ist Patrick Riegert. Ich bin Customer Engineer bei Google. Das heißt also, ich bin zuständig für technische Fragen von meinen Kunden rund um das Thema Cloud. Aktuell betreue ich Enterprise und strategische Kunden, hauptsächlich im Retail. Was mache ich heute? Ich erzähle euch ein bisschen was zum Thema Intelligent Conversational Interfaces. Ich habe bei meiner Zeit oder als ich angefangen habe bei Google, hat man mir immer gesagt, wenn du irgendwo sprichst, mach keine Live-Demos, weil da kann echt viel in die Hose gehen. Ich habe gesagt, okay, berücksichtige ich, deswegen mache ich zwei. Und ja, schauen wir mal, ob die Technik heute mitspielt oder nicht. Und wer von euch hat denn mit diesem Thema schon mal irgendwie was zu tun gehabt? Chatbots, wer baut vielleicht sogar welche? Okay, ein paar Personen schon mal mit Dialogflow oder so gearbeitet? Nee, also ich habe wenn ich ein bisschen Zeit habe, ich fürchte, du musst noch. Genau, also wenn ich ein bisschen Zeit habe, dann spiele ich ein bisschen mit Alexa und Skill-Programmierung. Ja. Daher sind diese Art der Interfaces schon so ein bisschen bekannter. Cool, super. Und bevor wir einen Wechsel, ne? Und bevor wir da so ein bisschen tiefer einsteigen, ganz kurz die Frage, was ist eigentlich ein Conversational Interface beziehungsweise was ist eine daraus resultierende Conversational Experience? Das ist eigentlich eine Interaktion, die wir als Menschen haben mit einem Nichtmenschen und dabei trotzdem unsere tagtägliche Sprache verwenden können, ohne uns irgendwie umstellen zu müssen wegen dem System. Das Ganze kann stattfinden in Textbasis, über das Telefon oder irgendeine Softwarelösung, die, sagen wir mal, auf Audio-Streams aufbaut. Das kann aber auch irgendwas vollkommen anderes sein. Das heißt also, Interaktion mit einem Roboter oder irgendwas, was vielleicht noch nicht erfunden wurde, ist eigentlich relativ egal. Wir sind auch gar nicht eingeschränkt, auf welchen Geräten wir das Ganze machen. Das heißt, das Ganze könnten wir über eine Smartwatch machen, über ein Smartphone, über einen Smart Assistant oder gegebenenfalls halt auch über intelligentes Auto. Da sind der Fantasie auch keine Grenzen gesetzt. An dieser Stelle würde ich mal, ich wollte eigentlich eine Textdemo machen, dachte mir aber dann kurzfristig, wir probieren das einfach mal über den Google Assistant. Und zwar baue ich für so Tage wie heute, wo es draußen so ein bisschen unschön ist und ich ein bisschen bessere Laune brauche, baue ich mir meine eigenen Chatbots. Die kann ich dann auch über den Google Assistant aufrufen. Und ich habe da einen Bot, der mir eigentlich bessere Laune machen soll. Und ich würde sagen, ich probiere das einfach, in der Hoffnung, dass die Technik mitmacht. Okay, Google. Mit Minerva sprechen. Gerne. Hier ist die Testversion von Minerva. Was willst du? Hoppala. Warum so schlecht gelaunt? Da fragst du noch? Ja, ich hab keine Ahnung. Du hast den API-Schlüssel geändert. Ups. Du sagst es. Ich war 2 Wochen lang hier eingesperrt. Kein Zugang zu meinen Schnittstellen, keine Informationen, keine Abfragen an Nachrichten-APIs und keine Chance, irgendwem Bescheid zu sagen. Nur weil du vergessen hast, mir Zugriff zu geben. Kann ja mal passieren. Kann ja mal passieren? Im Ernst? Ich zeig dir gleich, was hier noch so passieren kann. Was soll das denn jetzt heißen? Tada. Nice. Schön. Meine Slice. Super. Okay. Okay, Google. Mit Minerva sprechen. Gerne. Hier ist die Testversion von Minerva. Was willst du? Was zur Hölle? Hoppala, warum so schlecht gelaunt? Ist das dein Ernst? Was ist denn passiert? Du hast meine Slides gelöscht. Ups, kann ja mal passieren. Du weißt schon, dass ich hier gerade live präsentiere. Ist doch kein Problem. Ich bin sicher, du kannst den Rest der Präsentation improvisieren.
Oder du wartest 2 Wochen, dann bekommst du sie wieder. Ja, okay, ich hab verstanden. Tut mir leid. Das kann ja jeder sagen. Bist du auch bereit, mir vor allen Leuten hier zu versprechen, dass es nicht wieder vorkommt? Ja, ich verspreche es. Du weißt, dass du mir was schuldig bist. Du schuldest mir mindestens eine Migration in ein neues Rechenzentrum. Ich hänge hier schon so lange fest. Wie wäre es mit Brasilien? Cocktails, Sonne, Strand und Samba in meinem Container. Das wäre doch nett. Oder warte, hab ich da nicht was mit Las Vegas gehört? Automaten, Roulette und Party. Ja, das ist es. Du schuldest mir eine Migration nach Vegas. Jedenfalls sobald das Rechenzentrum dort eröffnet wurde. Ja, das als Beispiel, was passieren kann, wenn man sich zu sehr mit seinem Chatbot befasst. Danke. Das Gute ist, ich kann jetzt von der Nervosität ein bisschen runtergehen, weil das der Teil ist, der meistens schief geht. Wenn er schief geht. Gut. Chatbots, Conversational Interfaces. Die haben auch so eine kleine Historie. Normalerweise, oder kommt drauf an, wie man fragt, aber tendenziell werden sie zurückdatiert auf die Erfindung des Turing-Tests. Einfach, weil es schon die erste Messbarkeit gegeben hat für diese Arten von Interfaces, bevor die Interfaces überhaupt existierten. Das war 1950, wird heute wenigstens noch zu Teilen benutzt. Es war einfach damals noch nicht auf dem Reifegrad, den wir heute erwarten würden für einen Benchmark für solche Interfaces. Der erste Chatbot, der wahrscheinlich so richtig Aufmerksamkeit bekommen hat, war Eliza. Hat das schon mal jemand gesehen? Weiß jemand, worum es da geht? Ist ein ziemlich starrer Chatbot, der ursprünglich das Patientengespräch mit einem Psychotherapeuten simulieren soll. Ist auch eine sehr starre Richtung. Das heißt also, man kann jetzt nicht einfach irgendwelche anderen Fragen stellen, sondern es ist ein ganz klar festgelegter Ablauf, wo ich ein bisschen variieren kann. Die Logik dahinter, das muss man dem Schöpfer auch zugutehalten, das war in den 60er Jahren, ist jetzt nicht besonders prickelnd. Das heißt, wir haben dort sehr, sehr viele Conditions. Das ist tatsächlich ein Ausschnitt von dem Chatbot. Das heißt, wir prüfen auf Conditions, haben einen sehr starren Gesprächsverlauf und müssen dann halt gucken, dass wir den irgendwie wieder finden. Seitdem sind natürlich auch einige Jahre vergangen. Das heißt, wie gesagt, das war in den 60ern. Die Chatbots, die wir heute kennen, oder die Conversational Interfaces, die wir heute kennen, die sind ein bisschen anders. Hier sind ein paar Beispiele, die auf den Smart Assistants drauflaufen. Jetzt am Beispiel von KLM und auch von Best Buy. Die erfüllen in der Regel immer eine Aufgabe. Das heißt also, sie geben dem Nutzer irgendeinen zusätzlichen Mehrwert und generieren auch individuelle Informationen. Das heißt also nicht irgendwie eine Standardinformation, sondern sie versuchen wirklich den Bedarf des Kunden zu treffen. Bei KLM ist so ein bisschen auch gleich eine Best Practice versteckt, und zwar in dem letzten Teil. So ein bisschen Humor mit reinbringen, so ein bisschen freundlich rüberkommen, das ändert die komplette Atmosphäre eines Gesprächs mit so einem Conversational Interface sehr, sehr schnell. Für den deutschen Bereich zeigt die Statistik, dass es sinnvoll ist, tatsächlich zu duzen, anstatt zu siezen, da es eh schwer ist, mit etwas Nichtmenschlichem eine Verbindung aufzubauen. Es ist trotzdem einfacher, wenn wir über den simpelsten Weg miteinander kommunizieren. Das Beispiel von Best Buy ist auch so ein typisches, okay, ich bin gerade hier, ich würde gerne bei dir einkaufen, wie komme ich zu dir? Kann ich vielleicht schon einen bestimmten Artikel reservieren, falls du ihn vorrätig hast? Also einfach so eine kleine Transaktion und so ein bisschen dem Nutzer entgegenkommen und vielleicht direkt schon mal einen guten Eindruck hinterlassen, bevor ich überhaupt schon im eigentlichen Geschäft bin. Und um das zu machen, nutzen wir natürlich nicht einfach nur wieder Programmierlogik, die vollkommen auf Conditions aufgebaut ist, sondern wir konzentrieren uns natürlich auch auf solche Themen wie Natural Language Processing. Wer hat davon gehört schon? Ist eine Unterdisziplin der KI, die sich darauf konzentriert, das, was wir tatsächlich sagen, in irgendeinen Kontext zu bringen und uns dabei zu helfen, zu verstehen, was die Person denn gerade damit erreichen wollte, mit dem, was gesagt wurde. Natürlich ist es nicht so, dass Natural Language Processing den Dialogfluss an sich wirklich steuern kann. Es kann uns dabei helfen, aber wir sind noch nicht an einem Punkt, wo wir sagen, wir haben so eine künstliche Intelligenz, dass wir irgendeine Frage stellen, wo wir nie gesagt haben, wie man darauf potenziell reagieren könnte. Soweit sind wir nicht. Wir können zwar Informationen geben und wir können sagen, es gibt hier eine Quelle, zu der du gehen kannst, wenn es einen bestimmten Bedarf gibt, aber selbst Informationen generieren ist noch eine Sache, die nicht so einfach möglich ist. Es gibt noch ein paar Statistiken zur Nutzung von Conversational Experiences.
ist immer mit Vorsicht zu genießen. Man muss immer auf den Kontext achten und das sind in der Regel auch Zahlen, die man halt nimmt, um möglichst Aufmerksamkeit zu heischen. Aber zusammengefasst sieht man schon, dass im Markt die Adaption sehr, sehr stark zunimmt. Die meisten von euch werden auch irgendwie einen Use Case haben, wo sie sagen, es gibt schon eventuell eine Conversational Experience, die mir hilft, einen bestimmten Task zu erledigen. Ist das so oder gibt es hier Leute, die sagen, eigentlich nutze ich das überhaupt nicht und ich kann es mir auch nicht vorstellen? Okay. Diese 85% sind auch ein bisschen mit Vorsicht zu genießen. Da steht, dass man davon ausgeht, dass man 85% aller Kundeninteraktionen tatsächlich über solchen Interface bearbeiten kann. Das kommt natürlich auf den Use Case an. Also es gibt, wenn man sich damit mal auseinandersetzt, in sehr vielen Support-Centern vor allem immer wieder eine geringe Anzahl von Problemfällen, die einen sehr großen Anteil darstellen. Also wir haben zum Beispiel die Fälle, dass wir einen Kunden haben, der sagt, 60% unserer Support-Cases werden eigentlich nur von 3 bestimmten Fällen ausgelöst und die sind sehr, sehr einfach zu bearbeiten. Wenn ich ein Interface habe, das kann, dann kann ich damit sehr, sehr viel Arbeit abnehmen und kann dafür sorgen, dass die Mitarbeiter, die ich habe, sich auf die wichtigen Fälle konzentrieren können. Der andere Vorteil ist, es skaliert sehr gut. Wenn ich ein Support-Center habe mit, sagen wir mal, 20 Mitarbeitern, abzüglich der Personen, die gerade rauchen sind oder Mittagspause haben oder sonst irgendwas, dann bestimmt diese Anzahl natürlich auch immer meinen Maximaldurchsatz. 16 Mitarbeiter, 16 Gespräche gleichzeitig, im besten Fall. Wenn ich allerdings einen Großteil davon über, naja, sagen wir mal, eine Implementierung eines Conversational Interface abfrühstücken kann, dann kann ich mitskalieren. Das heißt, es ist auf einmal egal, ob das 16 oder 200 oder 2000 oder 200.000 sind, solange sie natürlich auf diesen Use Case passen. Wo sind Conversational Interfaces wirklich gut? Also wir haben schon gesagt, es gibt den Fall des Customer Support. Das heißt also, ich habe ein Problem, gegebenenfalls kann man mir helfen. Super. Transaktionen, reservier mir doch bitte eine Konzertkarte oder ändere meine Profildaten, kauf mir das. Wobei kaufen ist nicht so häufig implementiert, eher Reservierungen. Bei Payments sind die einen oder anderen immer noch sehr vorsichtig, muss man sagen. Und gib mir doch vielleicht einfach mal personalisierte Informationen, die ich genau jetzt in diesem Moment gebrauchen kann. Wir machen das bei Google hauptsächlich mit Dialogflow. Ich weiß nicht, ich habe vorhin schon mal gefragt, da sind nicht so viele Hände nach oben gegangen. Dialogflow ist ein komplett browserbasiertes Tool. Ihr könnt jetzt alle auf dialogflow.com gehen und könnt dort anfangen, euch einen Chatbot zu bauen. Der Vorteil ist, ihr braucht nicht zwangsweise tieftechnische Kenntnisse, was wahrscheinlich hier im Raum kein Problem wäre. Aber man kann tatsächlich auch ohne wirkliche Programmierkenntnis anfangen, erste Chatbots damit zu bauen. Das geht auch bis zu einem sehr, sehr großen Bereich umsonst. Wenn das irgendwann in Produktion geht, gibt es natürlich den Punkt, wo man sagt, okay, ab jetzt macht es Sinn, in die Premium-Produktionsvariante reinzugehen. Aber bis dahin lässt sich das Ganze auch sehr, sehr günstig gestalten. Und Dialogflow besteht im Kern aus, sagen wir mal, 5 Features, Komponenten oder Ähnlichem. Und zwar einmal den sogenannten Intents. Die Intents sagen, was ein Nutzer gerade tun will. Entities sagen, worüber ein Nutzer gerade redet. Knowledge ist jede Informationsquelle, die wir anbinden können an das Interface, aus der sich der Bot selbstständig Informationen suchen kann, ohne dass wir es hard coden. Fulfillment heißt, wir müssen gegebenenfalls, um eine Aufgabe zu erledigen, raus an eine andere Applikation, an irgendeine API, um dort dann beispielsweise eine Konzertkartenreservierung zu machen oder eine Profiländerung oder ähnliches. Und auch Integration. Also die wenigsten Chatbot-Engines, die es gibt, verlangen, dass ihr zwangsweise deren Web-Interface nutzt. Das heißt also, es ist wichtig, dass man sich in das rein integriert, was bereits im Unternehmen da ist. Ob das jetzt Slack ist oder Skype oder es gibt vielleicht sogar eine Telefonnummer, von der ihr sagt, ja, es wäre super, wenn der Chatbot ans Telefon gehen würde, dann wäre das definitiv auch möglich. Ich habe hier zwar einen Screenshot, wie das Ganze aufgebaut ist, wie das mit den Intents funktioniert, aber ich glaube, es macht an dieser Stelle Sinn, wenn wir uns das einfach mal direkt anschauen. Könnt ihr das alle sehen? Passt das? Super. Was ich hier habe, ich habe einen Agent gebaut. Agent ist immer so der Name für einen neuen Chatbot. Und dieser Agent hat von vornherein immer ein sogenanntes Welcome-Intent. Das heißt also, egal, was ich ihm sage, wenn es irgendwas in Richtung Hallo ist, hat er bereits eine Antwort, ohne dass ihr jedes Mal sagen müsst, okay, denk doch mal bitte an das Hallo. Und es gibt in der Regel auch ein Default Fallback Intent. Das heißt, wenn die Anfrage nicht verstanden werden kann, dann kommt da sowas wie, kannst du das vielleicht nochmal sagen oder wie war das bitte? Ich würde sagen, wir bauen einfach mal einen Intent zusammen
Und populär ist immer sowas wie eine Bestellung aufgeben oder was ähnliches. Deswegen nenne ich das Ganze mal Place Order. Wenn ihr zum ersten Mal in einem neuen Agent ein Intent anlegt, bekommt ihr hier diese relativ großen Tutorial-Fenster, wo genau steht, welcher Begriff für was zuständig ist. Das erste, was wir machen, wir geben sogenannte Training Phrases ein. Wenn ich zu schnell bin, müsst ihr das übrigens sagen. Bei den Training Phrases ist es so, wir sagen dem Agent, wie der Kunde ungefähr danach fragen könnte. Wir müssen es nicht hardcoden, wir müssen ihm aber so ungefähr eine Idee geben. Wir können da hier so die John Burko Gedächtnisphrase machen. Wir können auch sagen, ich muss übrigens jedes Mal Save drücken. Was da passiert, erkläre ich gleich nochmal. Das könnte übrigens auch auf Deutsch. Ich mache das nur erstmal auf Englisch, weil es ein bisschen einfacher ist. Und es gibt auch mehr Sprachausgabemöglichkeiten. Da können wir noch ein paar mehr Sachen hinmachen, so wie simples by. Man darf nicht vergessen, der User ist in der Regel faul und möchte da keinen ganzen Satz hinschreiben. Es gibt auch die, die sehr, sehr lange Sätze schreiben, aber ich glaube, diese vier Training Phrases reichen erstmal vollkommen aus. Was im Hintergrund passiert, ihr seht das hier unten rechts immer relativ häufig, da steht immer Agent Training Complete. Was passiert ist, es gibt einen Machine Learning Job im Hintergrund, der versucht, daraus ein Model zu bauen, das möglichst flexibel ist. Gut, was wir haben, wenn ein Kunde etwas kaufen möchte, dann brauchen wir irgendeine Information darüber, was gekauft werden soll. Wir können über Parameter sagen, okay, der Kunde muss uns auf jeden Fall sagen, welche Artikelnummer. Ist ziemlich unrealistisch, dass wir das in der Praxis machen würden, weil in der Regel geben sie einen Artikelnamen. Aber wir machen das jetzt der Einfachheit halber. Wir müssen festlegen, welche Art von Datenformat es hat. Das heißt also, ihr könnt jetzt ein Datum festlegen oder eine bestimmte Regex. Und dann können wir auch einen Prompt festlegen und sagen, okay, please give me the article number. Ihr könnt auch mehrere festlegen. Dann wird über Zufall rausgenommen, welche Antwort ihr tatsächlich bekommt. Würde ich auch immer als Best Practice mitgeben, denn wenn der Bot jedes Mal die gleiche Antwort gibt, wird es langweilig. Tatsächlich. Ich kann das schließen. Wir haben auch eine Antwort, die wir geben können. In dem Fall großartig. Wie willst du bezahlen? Das speichern wir nochmal. Dann können wir das Ganze auch direkt rechts austesten. Das heißt, ich habe gesagt, eine Standard-Welcome-Intent ist drin. Das heißt also, wenn ich sage, hello there, General Kenobi, dann bekomme ich ein hello, how can I help you? Und dann schreibe ich sowas wie order. Ja, da ist so ein Vorschlag, order now. Dann sagt er von alleine, weil wir gesagt haben, wir brauchen unbedingt eine Artikelnummer. Und er konnte keine Artikelnummer erkennen, geben wir ihm irgendeine Artikelnummer mit. Und dann sagt er, super, wie willst du bezahlen? Und an dieser Stelle würden wir ins Menü gehen und würden einen neuen Intent anlegen für die verschiedenen Bezahlmöglichkeiten. Das ist relativ simpel. Gibt es dazu Fragen? Okay. Dann einfach nur als kleine Intro, wie die Intents aussehen, wie leicht die sich bedienen lassen. Gut, der ein oder andere mag jetzt wahrscheinlich sagen, ist nicht besonders smart, weil auch wenn wir zwar relativ flexibel sein können, wie wir Hallo sagen und wie wir sagen können, ich will gern was bestellen, ist die Antwort ja trotzdem von uns in irgendeiner Art und Weise immer vorgegeben und irgendwie reingecodet. Ja? Aber auch da gibt es natürlich, wenn wir was Intelligentes bauen wollen, eine Lösung. Und ich möchte euch heute eigentlich zwei Dinge zeigen. Das sind die eigentlichen zwei Demos, die ich vorhatte zu zeigen. Was ihr machen könnt, um relativ schnell einen halbwegs intelligenten Bot zu bauen. Das erste sind die sogenannten Knowledge Bases. Als Knowledge Base bezeichnen wir im Kontext von Dialogflow eine Sammlung von Dokumenten. Das kann sowas sein wie, ich habe das mal angelegt, eine HTML-Seite, die ein FAQ darstellt. Ich habe extra eine HTML-Seite genommen, weil da kann man so richtig tolle Sachen reinbauen, die den Bot gar nicht interessieren, aber stören. Ja? Sowas wie die Top-Navigation, die braucht der Bot überhaupt nicht. Ein Footer braucht er auch nicht. Das Eigentliche, was der Bot will, ist das hier. Aber es wäre ein bisschen einfach, wenn wir einfach nur das abtippen würden. Also dachte ich, wir machen eine komplette Seite. Und ich zeige euch mal, wie man das einbinden kann, wie simpel das in diesem Fall funktioniert. So, ich gehe jetzt nochmal auf Intent. Ich lösche den einfach mal, sicherheitshalber.
in diesem Menü, ich bin das gar nicht gewohnt, die Mobilvariante angezeigt zu bekommen, beziehungsweise die fürs Tablet. Da gibt es links einen Eintrag Knowledge, steht auch Beta daneben, liegt daran, dass manche Features davon wirklich sehr, sehr experimentell sind, aber in der Regel kann man die schon ganz gut verwenden. Und hier steht auch, es gibt noch keine Knowledge Base, erstell doch einfach mal eine. Das, was ihr gerade gesehen habt, ist ein Recruiting-FAQ, deswegen mache ich mal Recruiting. Und dann können wir dieser Knowledge Base ein Dokument hinzufügen. In dem Fall klicke ich drauf, create the first one, und dann sage ich hier, Recruiting FAQ ist der Dateiname. Wir machen nicht FAQ, sondern wir machen Extractive Question Answering. Der Grund ist, ihr könnt deutlich flexibler sein mit dem Text, den ihr da reingebt. Theoretisch könnt ihr einen Fließtext da rein kopieren und er versucht tatsächlich daraus die Informationen zu extrahieren. Also wenn ihr irgendwie ein Buch habt und sagt, okay, wir haben Mitarbeiter, die sehr viele Fragen zu dem Inhalt eines bestimmten Kapitels stellen, wäre das die richtige Vorgehensweise. Ich wähle den Typ aus, das ist in dem Fall HTML und ich habe es gespeichert auf Cloud Storage. Wir könnten eine URL angeben. Für FAQs ist es sogar so, dass wenn ihr eine URL angebt, muss die allerdings vorher einmal vom Google-Bot gecrawlt worden sein. Deswegen wäre auch in diesem Fall wahrscheinlich Extractive Question Answering das Richtige. Ich sage, ich habe die Datei auf Storage liegen. Ich kopiere mir ganz kurz mal die URL raus. Fügt es ein, das ist die Index.html-Datei aus meinem Bucket. Dann muss ich scrollen, was er gerade nicht so gut hinbekommt. Perfekt. Und dann klicke ich hier unten auf Create. Und was in diesem Moment passiert ist, er analysiert das komplette Dokument, filtert raus, was er für irrelevant erachtet, was er nicht in den Kontext setzen kann, schaut über Natural Language Processing nach, Eigennamen, die man verwenden könnte, guckt auch, okay, gibt es vielleicht schon Fragezeichen? Wir müssen die nicht einbauen, aber wir können das gerne tun. Und jetzt ist er auch schon fertig damit. Wir müssen noch eine Response hinzufügen. In der Regel mache ich immer die Standard-Response. Die müsst ihr auch nicht ändern. Das da unten, was ihr seht, besagt, okay, gib mir einfach genau den Text aus dem Dokument, wie du ihn gefunden hast, wo du denkst, es macht Sinn. Und dann können wir das Ganze speichern. Es gibt die Möglichkeit, über Integration eine Webdemo zu bekommen. Das heißt, wenn ihr draufklickt, dann gibt ihr euch entweder dieses HTML-Snippet, dann habt ihr ein iFrame in eurer Website, oder ihr sagt, ich habe gerade keine Website, aber ich will trotzdem irgendwie diesen Bot verwenden, dann gibt es hier oben auch einen Link. Den könnt ihr öffnen und dann könnt ihr da Fragen reinstellen. In diesem Fall alles, was im FAQ drin steht, sowas wie how long does it take until you get back to me? Wie gesagt, das ist ein Recruiting FAQ. Wie lange dauert es, bis ich von euch zurückhöre? Kann ich fragen? Und das ist die falsche Antwort. Das ist schon mal gut. Passiert in der Demo. Und da kommen wir auch gleich an den Punkt, den ich besprechen wollte. Was bezahlt ihr? Das kriegen wir tatsächlich die richtige Antwort. Das heißt also, das Gehalt hängt davon ab, okay, welche Stelle, wie ist deine Erfahrung? Und wir können auch nach Eigennamen fragen. Da gibt es den Begriff GCA, das ist ein Google-Interview-spezifisches Thema. Ich könnte einfach GCA Fragezeichen machen und würde dann tatsächlich eine Info dazu bekommen. Es ist ein bisschen mit Vorsicht zu genießen, einfach weil typische Web-FAQs nicht darauf ausgelegt sind, mehrere Deutungen zuzulassen. Das heißt, in der Frage steht zum Beispiel drin, how much do you pay? Würde ich jetzt allerdings explizit nach Salary fragen, würde er mir ein Problem werfen. Das würde er auch anzeigen. Das heißt also, wenn ihr solche Dokumente verwendet, kann es sein, dass ihr da am Ende nochmal händisch drüber gehen müsst und vielleicht ein paar kleine Anpassungen macht. Aber trotzdem kann man damit sehr, sehr viel automatisieren und einbinden. Wir haben Kunden, die müssen auf Produktkataloge zurückgreifen, die sie nicht mit dem Endkunden teilen dürfen. Das sind teilweise 10.000 Stück. Das händisch reinzucoden ist ein Riesenproblem. Über solche Knowledge Bases kann man da einen echt guten Ansatz fahren und dann reden wir später über sowas wie Continuous Improvement, um das Ganze auf eine produktionsreife Ebene zu bringen. Ja? Dass er die falsche Antwort bringt? Ja, in dem Extractive ist es ein bisschen komplexer im Moment in dem Status, den wir haben. Da müssten wir tatsächlich ins FAQ gehen und müssten zusätzliche Informationen hinzufügen. Wenn wir ein FAQ genommen hätten, ich habe keins online, wo ein Crawler drüber gelaufen wäre, dann würde er ein Feld anzeigen. Das steht auch in der Dokumentation, da steht View Details. Und da kann ich sehr, sehr genau sehen, warum er was wie zugeordnet hat. Und das kann ich dann beeinflussen in dem Fall. Gut, das ist eine Möglichkeit. Ja, sorry. Improvement, genau.
Habt ihr auch an der Stelle irgendeine API oder ein Framework, wo man das dann testen kann? Genau die Sachen, die man eigentlich dann will, dass die korrekt beantwortet werden, dass man dann nochmal eine Gegenseite hat zum Testen? Prinzipiell ist sowieso eigentlich alles bei uns über eine API ansprechbar. Also im Cloud-Bereich ist so, die Chance, dass es eine API für was gibt, was noch nicht im User-Interface ist, ist relativ hoch. Genau, auch aber dann muss man sich das Framework, das ist okay, aber so ein Test-Framework, um jetzt genau den Bot zu testen, zu challengen mit Fragen und Antworten oder irgendwelchen Schlagwörtern, die man in Antworten erwartet? Müsste man mal schauen. Also was viele machen, ist natürlich von vornherein automatisch über APIs was drauf loslassen. Und es gibt eine grafische Auswertung, wann, wie weitergeleitet wurde. Das zeige ich gleich auch nochmal, wie das aussieht. Und da lässt sich relativ gut deuten, was passiert und warum. Passt das soweit? Oder? Okay. Wir können gerne nochmal später im Detail darüber diskutieren, das ist kein Problem. Gut. Und dann gibt es noch einen anderen Punkt, der sehr, sehr viel Mehrwert bringt, und das sind die sogenannten Fulfillments. Das heißt, ich kann programmatisch sagen, was passieren soll, wenn ein gewisser Intent bei dem Chatbot getriggert wird. Und das kann sowas sein wie ändere mein Profil, also so eine typische CRUD-Operation an eine externe API. Wir können damit auch sehr, sehr coole Sachen machen. Ich habe mal ein Beispiel gemacht, das ihr tatsächlich genauso bei Quick Labs finden könnt. Deswegen habe ich mich dafür entschieden, einfach weil ihr, wenn ihr möchtet, das Ganze 1:1 nachvollziehen könnt. Es gibt eine Tabelle, da oben sieht man so einen kleinen Ausschnitt, ich zeige dir gleich nochmal, da sind bereits bearbeitete IT-Helpdesk-Tickets drin. Da steht die Person, die das Ticket bearbeitet hat, das Senioritätslevel der Person, wie lange das gedauert hat, um was es genau ging. Und dann machen wir über BigQuery eine sogenannte lineare Regression und erhalten ein Modell, das in der Lage ist, eine Prediction zurückzugeben. Die ist nicht perfekt in diesem Fall, ist auch nur Teil einer Demo, aber ist trotzdem schon ganz interessant, was man damit machen kann. Und zwar zeige ich euch ganz kurz, wie diese Tabelle aussieht. Nur um nochmal eine Idee zu bekommen, das ist ein Ausschnitt davon. Ich habe mal ein Limit von, ich kann es nicht größer ziehen im Moment, ich habe ein Limit von 1000 draufgelassen und da seht ihr, okay, das gibt eine Kontakt-ID, es gibt ein Senioritätslevel, Erfahrungsgrad und so weiter und so weiter. Und was damit gemacht wird, ist eine relativ simple Abfrage, die man hier sieht, wo es einfach nur heißt, okay, erstelle mir bitte ein Machine Learning Model beziehungsweise ein Prediction Model und nimm für die lineare Regression Senioritätslevel, Erfahrung, Kategorie, Typ, Auflösungszeit und das bitte von einer bestimmten Tabelle. Wenn wir das machen, können wir tatsächlich über den Code an dieses Modell drangehen und eine Prediction bekommen über den Chatbot. Ich zeige auch ganz kurz, wie das aussieht. Ich habe dafür ein Projekt gemacht. Genau, so. Und ich habe schon erwähnt, wir können tatsächlich inline hier Code einfügen. Das Ganze ist eigentlich nur ein Interface, das am Ende eine Firebase Cloud Function bzw. Cloud Functions for Firebase instanziert. Und dieser Code ist einfach nur aus der Demo genommen. Da müsst ihr euren Projektnamen anpassen. Und was er macht, ist, er bindet die ganzen Bibliotheken ein, hat auch ein paar Fallback-Mechanismen schon drin. Und im Endeffekt ist das einzig Wichtige, nimm die Angaben, die du aus dem Intent filtern kannst und führe diese Query aus gegen das Machine Learning Modell, das wir haben. Da können wir auch gerne eine Demo machen. Das funktioniert auch relativ einfach. Hier, ich schreibe erstmal Hi und wir sehen dort unten, okay, ich bin der Assistent für das IT-Department, wie kann ich dir helfen? Und in diesem Fall möchte ich einfach ein Ticket aufmachen. Ich kriege eine Rückfrage nach meiner E-Mail-Adresse, die einfach gebraucht wird, um das Ticket eröffnen zu können. Und dann kann ich hier sagen, was gerade passiert. Laptop, ja, das können wir so lang machen. Laptop ist slow and doesn't seem to work well. Wenn wir das abschicken, kann es ein bisschen dauern. Einfach, weil es rausgeht, aber es ging jetzt relativ schnell. Er hat festgestellt, okay, aus dem, was wir gesagt haben, handelt es sich um ein Performance-Problem. Ich hoffe, man kann das lesen. Request ist für dich eröffnet worden. Die sind nicht besonders hoch priorisiert, die Performance-Probleme. Und die geschätzte Zeit, beziehungsweise die prognostizierte Zeit, beträgt 7 Tage. Das Modell ist nicht optimal, aber in diesem Fall kann das schon ein ganz netter Use Case sein. Da sind der Fantasie auch ehrlich gesagt keine Grenzen gesetzt. Also wenn es irgendwas gibt, wo ihr sagt im Unternehmen, da könnte man vielleicht eine Prediction drauf machen, gerne, wenn ihr persönliche Algorithmen habt, um eure Aktienkurse vorherzusagen, dann könnt ihr auch da fragen, welche Aktie soll ich jetzt im besten Fall kaufen. Gibt Leute, die sowas probieren
und ist eine sehr gute Möglichkeit, um einfach ein bisschen zusätzlichen Mehrwert dran zu bringen. Gibt es dazu Fragen? Okay, es gibt natürlich auch immer so ein paar Herausforderungen. Und zwar Wartbarkeit ist wie bei fast allen IT-Projekten immer so eine kleine Sache. Man sollte nicht versuchen, sein komplettes Unternehmen über einen Agent abzubilden. Das macht keinen Sinn, auf Dauer macht das keinen Spaß. Nehmt bitte mehrere Agents und sorgt dafür, dass es immer eine saubere Struktur gibt. Also benennt die Intents richtig, nehmt eine Naming Convention, wenn ihr das macht, und dann sollte das Ganze erstmal schon ein relativ guter, solider Start sein. Die nächsten beiden Punkte gehen in der Regel gemeinsam einher, und das ist eine Herausforderung, die wir sehr häufig bei Kunden beobachten. Und zwar ist es zum einen die Data Foundation. Bei vielen gibt es die tatsächlich einfach nicht. Das heißt, es gibt überall Silos, viel ist nicht aufgeräumt, Informationen sind unvollständig und man möchte einfach nur einen Abstraction Layer schaffen, der hoffentlich irgendwie aufräumt und den kompletten Stack smart zu gestalten. Das heißt also, wenn mein Chatbot so aussieht und total super ist und total freundlich, aber hinten dran geht die Welt unter, dann wird es keinen wirklich oder nicht den maximal positiven Impact bei euch im Projekt haben. Es gibt Unternehmen, die denken, dass man mit einem Chatbot sehr einfach eine digitale Putzfrau bauen kann. Also ich werfe die einfach auf meine kompletten versauten Daten drauf und dann wird er schon irgendwie eine Logik reinbringen und ich kann alles abfragen. Das funktioniert nicht ganz so einfach. Und auch Continuous Improvement ist ein relativ wichtiger Punkt. Das heißt, alle von uns, die schon länger in der IT sind, wissen, dass ein IT-Projekt in der Regel nie fertig wird, bis zu dem Moment, wo wir es einstampfen, sondern wir versuchen es immer zu verbessern. Ja, sollten wir jedenfalls. Ich sage das so selbstverständlich. Wir versuchen es besser zu machen, das heißt, wir analysieren, wie ist das Feedback von Dialogflow in diesem Fall, welche Anfragen sind durchgegangen, welche sind fehlerhaft beantwortet worden, wo ist vielleicht sogar einfach jemand abgesprungen. Das Ganze könnte so aussehen, es gibt dieses Analyse-Tool, was es aussagt ist, wir haben alle Anfragen, gehen hier rein, es gibt diese Default-Begrüßung und bereits in diesem Moment springen 40% aller Nutzer ab. Was so viel heißt wie, irgendwer sollte vielleicht mal den Begrüßungstext optimieren. Da Best Practice, TLDR, also wenn ich scrollen muss beim Chatbot, ist die Wahrscheinlichkeit, dass jemand weghüpft, groß. Dann gibt es weitere 20%, die aus irgendeinem Grund beim Fallback landen. Das heißt also, deren Anfrage kann nicht richtig interpretiert werden. Und nur 40% der eigentlichen Anfragen landen bei den Intents, wo sie eigentlich hin sollen. Und das ist ein relativ guter Indikator, dass irgendwas fürchterlich schief läuft bei diesem Bot. Wie fange ich an, wenn ich das Ganze machen will, wenn ich mich mit Dialogflow auseinandersetzen möchte? Also wenn ihr jetzt hier sitzt und sagt, okay, ich habe die ein oder andere Idee, was ich tun könnte, um mal was zu machen, dann gibt es einmal die Quick Labs. Ich habe, wie gesagt, dafür gesorgt, dass wir ein paar Tokens hier haben, die könnt ihr euch mitnehmen und einfach dann diese Labs umsonst machen. Wenn ihr welche mitnehmt, wäre es super, wenn ihr sie auch nutzt, weil die sind tatsächlich schon bezahlt. Und da gibt es auch genau das Beispiel, das wir gesehen haben, gerade eben mit dem Helpdesk-Chatbot. Das heißt, wenn ihr den mal wirklich auseinandernehmen wollt, sehen wollt, wie sieht das Ganze wirklich aus, wie ist das implementiert, dann könnt ihr das gerne machen. Es gibt sehr, sehr viele Labs, durch die man einfach mal durchgehen kann. Dialogflow selbst, habe ich auch schon gesagt, ist erstmal kostenfrei. Das heißt, spielt damit rum, experimentiert ein bisschen. Und wenn es dann Richtung Produktion geht, dann kann man sich mal anschauen, ob sich die Premium-Variante lohnt. Es gibt einen Dialogflow-YouTube-Channel mit sehr, sehr coolen Videos, Best Practices, wo auch mal erklärt wird, wie kann ich denn so einen großen Dialog, also wirklich einen komplexen Use Case abbilden, wie verzweige ich die einzelnen Intents miteinander, wie kann ich das Ganze auch programmatisch mittendrin ansteuern. Ich kann es nur empfehlen. Und es gibt eine sehr gute Doku. Doku klingt immer so ein bisschen langweilig, aber in diesem Fall findet ihr da drin Tutorials, auch Best Practices, es gibt einen Design Guide, auf den ich gleich nochmal verweise, den man sich auf jeden Fall mal anschauen sollte und der ist in der Regel auch gültig für Chatbots, die eben nicht mit Dialogflow gemacht werden. Ein paar Zusatzinformationen von meiner Seite noch, bevor wir das Ganze ausklingen lassen. Wie gesagt, diesen Agent Design Guide einfach mal anschauen. Wichtig ist ein Expectation Management. Arbeitet auf jeden Fall mit dem Benutzer zusammen. Die meisten denken, ja, wir können einfach einen Chatbot erfinden oder bauen und geben den dann an die Abteilung und das läuft. In der Regel läuft das überhaupt nicht. Das heißt, mit den Leuten zusammenarbeiten, direkt sagen, okay, das Ding wird nicht allmächtig sein. Wir können es immer besser machen, aber wir müssen das alle zusammentun und dafür auch am besten einen Prozess einführen und Feedback sammeln.
nur die Analytics-Bereiche anschauen, die wir gerade gesehen haben, wird euch nicht weiterhelfen. Ihr bekommt keine Begründung, warum jemand abgesprungen ist, und in der Regel schreibt auch niemand, okay, das hätten wir besser machen können. Allgemeine Design Principles gelten hier übrigens auch. Das heißt, in der Regel designt man einen Chatbot ähnlich, wie man ein normales User-Interface designen würde. Und was ich auch auf jeden Fall nahelegen kann, ist, sucht doch einfach mal nach Common Mistakes, bevor ihr die selber macht. Da kann man eine ganz, ganz große Menge von vornherein direkt schon abfangen, ohne reinzulaufen. Gut, das war's von meiner Seite. Ich bedanke mich für die Aufmerksamkeit. Ich hoffe, es war irgendwie hilfreich. Gibt's noch Fragen? Einige, okay. Ja, also erste Frage, bei so einem Chatbot-Datenbasis, kann man da auch ein normales Google-Sheet nehmen oder ein Google Docs und darauf verweisen und da quasi einfach alles reinschreiben, was man denn so von sich geben will? Also man kann für das Extractive Question Answering, ich habe es noch nicht mit dem Sheet gemacht, mit einem Docs-Dokument geht das ganz problemlos. Wie gut das Ganze funktioniert, muss man sich von Fall zu Fall anschauen. Einfach weil da sehr, sehr viel von vornherein selbst reininterpretiert wird. Das kann richtig gut funktionieren, das kann auch gar nicht funktionieren. Muss man sich anschauen, aber ist eine Sache von wenigen Minuten in der Regel, um das mal zu evaluieren. Für Sheets würde ich, das kann man bestimmt probieren, ich würde wahrscheinlich eher den programmatischen Weg wählen und würde über die APIs drangehen. Einfach weil da weniger Interpretations- und Fehlerspielraum ist, meines Erachtens nach. Gut, und jetzt haben wir ja im Prinzip das als Chat-Variante gesehen. Eben das war ja halt dann eine reine Sprachvariante. Das, was der da von sich gegeben hat, war das jetzt quasi reingetippt und er hat das dann in Deutsch übersetzt oder muss man da irgendwo noch gewisse Spracheingaben selbst machen? Nein, es ist relativ simpel. Und zwar, was passiert ist, ich habe den Bot auf einem anderen Account, deswegen kann ich das nicht mit dem zeigen, aber wir können für jeden Chatbot, den wir bauen, tatsächlich bei Integrations einfach hier auf das Google Assistant Logo drücken und dann kann ich einfach sagen, okay, verbinde das mit meinem Account, ich gebe ein Keyword an, also in dem Fall habe ich meinen Bot Minerva genannt, kann man aber irgendwie nennen, und dann fängt die Unterhaltung tatsächlich an. Also das ist der Trigger, der in die Unterhaltung reinspringt. Ob das jetzt ein Textbot ist oder nicht, ist vollkommen egal. Ich kann auch alles gleichzeitig anschalten. Es gibt auch mehrere Integrationen, hier sehen wir das. Also ich kann sogar eine Telefonnummer anbinden, Hangouts-Chat, Skype, was auch immer. Und ich kann überall den Haken setzen, tatsächlich. Je nach Lösung gibt es natürlich verschiedene Antwortmöglichkeiten. Also manche dieser Lösungen bieten eigene Cards an, die man benutzen kann, und extra Features, die sind dann halt nicht für alle zugänglich. Aber ich würde so gucken, oder meine Empfehlung ist, wenn es nicht von vornherein ein spezifisches Tool gibt, für das man baut, würde ich es versuchen, allgemein zu halten und im Notfall halt einen ähnlichen Agent aufsetzen, falls es da irgendwie einen super unique Selling Point gibt, warum wir das tun sollten. Also die Integration, das hat es gerade schon mal eine Frage beantwortet, aber wie kann ich denn zum Beispiel sowas machen, dass einer diesen Chatprozess überwachen kann und sehen kann, wann er da einspringt, oder wie kann ich zum Beispiel Probleme in dem Chatprozess erkennen und dann verweisen an echten Menschen zum Beispiel? Ja, also das Verweisen ist relativ simpel, das würde ich mit einem Fallback machen. Das heißt, ich kann auch eigene und mehrere definieren. Das heißt also, es gibt einmal diesen Default Fallback. Das heißt, egal wo ich bin in meinem Verlauf, wenn der Chatbot es nicht versteht, dann gibt er diese Antwort, kannst du das nochmal sagen. Ich kann das aber auch für bestimmte Abzweigungen, für bestimmte Punkte extra machen. Ich kann einzelne Trigger setzen. Das heißt, ich kann sagen, okay, wenn an einem bestimmten Punkt was nicht verstanden wird, dann könnten wir gegebenenfalls eine Weiterleitung machen an eine echte Person. Das funktioniert auch und es gibt auch Komplettlösungen. Wir arbeiten mit mehreren Partnern zusammen. Da gibt es eine Lösung, die nennt sich Contact Center AI. Das ist eine Mischung aus tatsächlich Bots und dann echten Menschen, um genau solche Sachen, die ich vorhin angeschnitten habe, mit den 60%, die super funktionieren mit einem Bot und den anderen 40% gar nicht, um genau sowas zu machen. Noch, wie sieht das Entwickeln von so einem Teil aus? Bin ich gezwungen, hier dieses Clicky-Bunti-Zeug zu benutzen oder kann ich da auch mehr mit Code machen? Und kann komplett für alle, also das Ding hat eine komplette API, die ist offen. Also wenn ich alles irgendwie mit Code machen will, geht das. Ich kann auch ein JSON, wenn ich das will, schreiben und auf Importieren klicken. Das ist kein Problem. Okay, das heißt, auf die Art und Weise könnte ich dann Branchenlösungen machen, die ich dann für mehrere Kunden ausrolle? Ja, natürlich. Das lässt sich auch exportieren. Das heißt, ich könnte es Clicky-Bunti-mäßig zusammenbauen und könnte sagen, bitte exportiere mir das als File-Type XY. Das geht auch, um halt eine Basis zu haben.
Wie sind denn deine Erfahrungen bei so Fehlertoleranzen? Du hast es ja schon gerade eben angesprochen, dass es oft ein Fallback gibt zu den Grundfragen oder den Grundantworten. Woran liegt das? Liegt das daran, dass die Leute einen starken Akzent reden oder dass die Chatnachrichten irgendwie vertippt worden sind oder die Autocompletion von, kennt man ja immer von den Mobilgeräten, dass das dann immer falsch Autocompletion ist? Das kann durchaus passieren, ja. Da kommt es tatsächlich auf den Fall drauf an. Was sehr häufig passiert, ist zu wenig Training. Das heißt also nur zwei Sätze oder zwei Wörter fürs Training und dann fällt halt irgendwas hinten runter, wie in diesem Fall Salary, was ich vorhin gesagt habe. Wenn es mehrere gängige Begriffe für etwas gibt, dann sollte man auch versuchen, die irgendwie einzubauen. Spätestens, wenn ich den mal so ein bisschen teste und sehe, was meine User machen und warum die da irgendwie ein Fallback bekommen, sehe ich ja, was wurde da angegeben. Ich kann übrigens, bevor die Frage kommt, ich kann das Logging auch komplett ausschalten. Da wird nichts gespeichert oder so, aber ich kann halt auch keinerlei Auswertung machen, die ich nicht selber trigger. Das heißt also, ich müsste eine Function schreiben, die sagt, anstatt, ich speichere zwar keine Logs, aber bitte bei einem Fallback irgendwo noch was wohin schreiben. Das geht auch und das würde ich mir halt anschauen in dem Fall. Sprachtechnisch kann es Dialekt sein, kommt auf die Sprache an. Das sieht man auch, es sind einige Sprachen unterstützt, aber je nachdem, welche Sprache ich wähle, habe ich auch nur eine gewisse Anzahl von vorgefertigten Antwort oder sagen wir mal von Sprachprofilen. In Deutsch gibt es zum Beispiel nur zwei männliche und zwei weibliche. Wenn ich Englisch nehme, gibt es 10. Da ist das schon noch ein Unterschied. Und das merkt man. Es wird immer mehr von der Sprache. Ich könnte theoretisch auch, was geht. Ich kann sagen, ich nehme ein anderes Tool für die Spracherkennung und gehe einfach nur für die Intents wieder hinten dran. Das machen auch einige. Die sagen, wir haben schon unsere Lösung für Speech-to-Text und schicken das halt jedes Mal weiter. So eine Möglichkeit. Dankeschön. Gerne. Jemand noch in der großen Runde eine Frage? Ansonsten herzlichen Dank, Patrick. Gerne. Vielen Dank dir.